Okay, liebe Reinkick-TV-Zuschauer, neben mir sitzt Rashid Eckert, Spielmacher und absolute Führungspersönlichkeit vom Bonner SC. Und wir tippen jetzt zusammen den 26. Spieltag in der Mittelrheinliga. Rashid, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Sehr. Okay, dann fangen wir an mit der Partie am Freitagabend. Wegberg B gegen Erfstadt Lechenich. Also im Papier ein klares Spiel für Wegberg B. Ich hoffe natürlich auf ein 0-0. Okay, das wäre gut für euch. Wir springen in den Keller. FC Bergheim 2000 gegen TSV Walheim. Ich denke, Walheim wird sich durchsetzen, weil für die geht es noch was. Bergheim ist eher, ja, spielen nicht mehr viel, noch ein paar Jungs zusammengekratzt. Ich glaube mal 0-2 für Walheim. Okay, dann kommen wir zu einem ehemaligen Verein von dir, Germania Windeck. Die brauchen noch Punkte gegen den Abstieg. Die spielen zu Hause gegen Viktoria Arnoldsweiler. Oh, Arnoldsweiler jetzt eine Packung bekommen gegen Bergisch Gladbach. Ich glaube, die wollen eine Gutmachung präsentieren. Mhm. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. 1-1. Okay, da ein Remis. SV Eilendorf gegen den TSC Euskirchen. Euskirchen mit dem Top-Torjäger der Liga, Benny Hose. Ja, guter Zocker, guter Zehner. Haben wir im Handspiel hier gesehen. Ich denke, dass Euskirchen sich durchsetzen wird. Ein 1-3. Okay, kommen wir zu einem weiteren ehemaligen Verein von dir, SV Bergisch Gladbach. Die brauchen auch noch Punkte, habe ich mir hier notiert. Gegen Freialtenhofen zu Hause. Auch packendes Duell. Ich glaube, dass Gladbach sich mit 2-1 durchsetzen wird knapp. Wird auch ein dreckiges Spiel, kann ich mir vorstellen. Okay. Die harte Mittelrheinliga. Ja, genau. Alemannia Aachen 2 gegen den VfL Leverkusen. Das ist eine Katastrophe, was da letzte Woche anscheinend gewesen war. Dass die zweite Mannschaft eines Traditionsvereins so hoch verliert. Ich denke, die müssten definitiv was gut machen, dass die vielleicht sich mit 2-0 wieder aus der Affäre holen. Mhm. Das denke ich mal, kann ich gut vorstellen. Okay. Kommen wir zum stark abstiegsgefährdeten SC Brühl. Die spielen zu Hause gegen den VfL Alfter. Das glaube ich wird ein 1-1. Also beide Mannschaften fand ich jetzt nicht so stark. Mhm. Tagesformabhängig vielleicht. Also ich glaube, dass Alfter gute Einzelspieler hat. Das könnte auch für Alfter enden. Mhm. Aber ich denke, ein 1-1 wird es sein im Endeffekt. Okay, und zu guter Letzt eure Partie beim FC Hürth. Die sind zu Hause ganz stark. Ihr spielt ja mit dem Bonner SC beim FC Hürth. Ja, also ich tippe ungern eigene Spiele. Ungern. Aber für uns machst du eine Ausnahme. Für euch mache ich natürlich sehr gerne eine Ausnahme. Also ich würde ein 0-1, ein dreckiges 2-1 für uns würde ich unterschreiben. Egal wie, wir müssen da gewinnen. Das ist wichtig, weil Weg hat ein einfaches Spiel am Freitag zu Hause. Ja, ich hoffe auf ein 0-1. Okay. Dankeschön, Rashid Eckert, und wir werden sehen, wie es dann ausgeht.